Zur Erinnerung, der Umgang mit Brüchen, also Brüche, wie arbeitet man Brüche ab? Brüche und deren Berechnung. Das ist dieses Thema, das ist in ein paar Minuten abgehandelt und man kann dann schnell selber zu Hause üben und das alles nachvollziehen. Brüche werden addiert. Beispiel 1 halb plus 3 Siebtel. Ich sage das jetzt mal ganz landläufig. Die haben beide einen Namen. Der erste heißt Zweitel oder halbe. Der zweite heißt mit Nachnamen Siebtel. Ich kann nicht sagen, wie viel ist 2 Äpfel plus 3 Birnen. Äpfel, Birnen gibt es noch nicht. Aber ich muss die beide praktisch zu einem gleichen Namen machen, zu Obst. In diesem Fall sage ich, das mache ich einfach. Ich erweitere, das mache ich mal mit einer anderen Farbe. Ich erweitere einfach auf einen gemeinsamen Namen, sodass das dann letzten Endes wirklich eine Art Obst wird. Hier erweitere ich mit 7. Erweitern heißt oben und unten multiplizieren. Hier erweitere ich mit 2, oben und unten. Wenn ich das nicht oben und unten machen würde, hätte ich ein Problem, dann würde ich den Wert komplett verändern. Das geht nicht. Also, mit anderen Worten, meine neuen Brüche heißen demzufolge 1 mal 7 ist 7 und unten Vierzehntel. Wenn ich das kürze, da kann ich schnell wieder überprüfen, ja, das würde wieder 1/2 werden. Plus 3 mal 2 ist 6 und ein Vierzehntel. Gekürzt durch 2, ne, wird es wieder passen. Und jetzt kann ich loslegen, jetzt heißen die beide Obst, die Äpfel und die Birnen. Jetzt sage ich 7 plus 6, jetzt kümmere ich mich gar nicht um den Nachnamen. 7 plus 6 ist gleich 13. Und jetzt kommt der Nachname, Vierzehntel. Das gleiche muss ich auch tun. Ich mache noch ein Beispiel und ihr könnt euch dann zu Hause, wenn ihr das angeschaut habt, jetzt selber üben mit selbst erfundenen Brüchen. Üben mit eigenen Beispielen. Ihr könnt es auch mit ganz leichten mal ausprobieren. 1/2 plus 1/3 oder 7/5 plus und weiß der Kuckuck was. Das gleiche üben mit Beispielen. Ich zeige es nochmal anhand der Minusvariante. Wenn ich zum Beispiel sage, ich habe 4 Zehntel minus 1/5. Jetzt wäre ich ja wahnsinnig, wenn ich hier 50stel draus machen würde. Ich könnte es auch tun, aber in diesem Fall genügt das, wenn ich hier mit 2 erweitere, dann habe ich schon ausreichend gleichen Namen gefunden. Denn dann wird hier draus Zehntel und hier auch. Die habe ich schon. Heißt dann wieder anders gesagt, ich habe 4 Zehntel, das muss man dann nicht so ausführlich hinschreiben, wenn man es irgendwann im Kopf kann, minus 2 Zehntel. Jetzt kann ich loslegen und sagen, 4 minus 2, Zehntel ist der Nachname, das sind nur noch 2 Zehntel. 2 Zehntel kann ich aber kürzen, das sollte man grundsätzlich tun, damit der Bruch übersichtlicher wird. Ist 1/5. Also sauber hingeschrieben, unterstrichen, fertig. Auch hier gilt, üben mit Beispielen. Jetzt kommt die schwierige Geschichte. Es steht da 0,2 plus 1/3. Damit kann ich im Moment noch nicht viel anfangen. Ich muss entweder 1 zur Dezimalzahl, zur Kommazahl machen oder das andere zum Bruch. Hier bietet sich das nicht an, hier draus irgendwie eine Kommazahl zu machen, denn 1 durch 3 ist 0,33333, also 0,3 Periode 3. Das wäre ungünstig. Das kann man zwar auch zusammenzählen, aber dann wird es nicht genau. Leichter wird es, wenn ich hier draus einen Bruch mache. Aus 0,2 mache ich, es ist nur eine Stelle hinterm Komma, also 2 Zehntel plus 1/3 und jetzt geht es hier oben praktisch mit 30stel weiter. Ich nehme hier mal 3 auf oben und unten, hier mal 10 oben und unten und jetzt habe ich anders gesagt, 2 mal 3 sind 6/30stel und hier habe ich 10/30stel, naja, der Rest ist leicht. Das sind dann 16/30, danach wird wieder gekürzt und so weiter. Wenn es umgekehrt dasteht, wenn Minus dasteht, das kann ich hier alles immer wieder genauso machen. Tippeltappeltour. Übt das mit Beispielen. Leichter kommt man da nicht an die Bruchrechnung ran. Bruchrechnung heißt aber auch Brüche multiplizieren. Nee, halt noch ein Beispiel. Ich hatte diese
ich zeige das nochmal schnell, 0,2 plus ein Drittel. Was ist aber, wenn da steht, ich bekomme meinetwegen mit der PQ-Formel oder mit irgendwelchen anderen Formeln raus, ein Viertel minus 5, minus 5 Ganze. Achtung, ich brauche den gleichen Namen, der gleiche Name. Jetzt kann ich mir was vorstellen hier. Ich mache das mal in hellblau. Hier drunter steht eigentlich Eintel. Ah, und jetzt wird auch klar, dass ich wieder einen gleichen Namen mir bastle. Nochmal in Rot gezeigt. Hier steht Eintel. Hier steht Viertel. Ich nehme natürlich Viertel, also mache ich aus dieser großen ganzen Zahl 5, mache ich 5 Eintel in Gedanken draus und erweitere. Oder ich sage mir, ein Ganzes hat 4 Viertel. Ich habe aber 5 Ganze, also habe ich 5 mal 4 Viertel. Das sind 20 Viertel. Neu hingeschrieben heißt das also 1 Viertel minus 20 Viertel. Und jetzt kann ich weitermachen und kann sagen, 1 minus 20, Nachnamen Viertel ist mir jetzt im Moment egal. 1 minus 20 ist minus 19 und jetzt kommt der Nachname. Fertig. Diesen Typ Aufgaben, den findet man auch immer wieder. Ich kann das Ganze wieder mit Kommazahlen machen oder Dezimalzahlen korrekterweise und so weiter. Es bleibt immer das Gleiche. Üben. Macht euch solche Beispiele und schreibt sie selber auf. Probiert es einfach aus. Man kann es nur, Mathe ist nur Schreiberei. Man kann es nur durch Schreiben üben. Jetzt gibt es noch schnell was zum Multiplizieren von Brüchen. Das ist eigentlich relativ leicht. Beispiel 2, naja, 2 45stel, machen wir es so, mal 15, was weiß ich, 15 Achtel. Ich könnte jetzt der Regel gemäß sagen, Regel ist ja Zähler mal Zähler und Nenner mal Nenner. Aber ich wäre wahnsinnig, wenn ich nicht vorher schon kürzte. Wir machen es aber trotzdem. Ich mache mal erst die wahnsinnige Geschichte. 2 mal 15, ja, ganz schön viel, ist 30. 45 mal 8 wird gerechnet. 40 mal 8 und 5 mal 8. 40 mal 8 ist 320 und 40 dazu 360. Wenn ich jetzt hier Fehler drin gemacht habe, dann ärgere ich mich. Aber mal sehen, vielleicht habe ich keine Fehler gemacht. Ich kann die Nullen wegstreichen, das heißt, ich kürze durch 10. Ich kann nochmal durch 3 kürzen, das ist 1 Zwölftel. Jetzt mache ich die gleiche Aufgabe nochmal und mache mir das Leben leichter. Ich sage also 2 45stel mal 15 Achtel. Ich kann kürzen, aber Achtung, immer von oben nach unten. Also auch schräg, aber ja nicht so. Ne? So, das heißt also, die 15 und die 45, die kann ich beide durch 15 teilen. Das ergebe hier eine 1 und hier eine 3. Hier die 2 und die 8 teile ich beide durch 2, weil sie durch 2 teilbar sind. Dann habe ich hier eine 4. Ah, und jetzt kommt wieder meine übliche Regel zum Einsatz. Ich sage also 1 mal 1 ist 1 und 3 mal 4 ist 12. Naja, sieht doch ähnlich aus, ne? Das hier. Und nicht bloß ähnlich, sondern gleich. Noch was zu Brüchen, zum Dividieren von Brüchen und dann haben wir es fertig. Beispiel steht da 3 Viertel geteilt durch 4 Fünftel. Bloß mal so. Dann müssen wir wissen, das ist genauso wie 3 Viertel mal 5 Viertel. Ich muss also den Divisor umdrehen, also stürzen. Ne? Ich muss den Kehrwert davon bilden. Jetzt kann ich wieder wie oben hier weitermachen, 3 mal 5 und kann ich kürzen? Nee, kann ich hier nicht. Also jetzt muss ich loslegen und sagen, das ist 3 mal 5 ist 15. Und 4 mal 4 ist 16. Was ist aber, wenn dieser Ausdruck hier, wenn dieser Ausdruck so dasteht, 3 Viertel, ein sogenannter Doppelbruch entsteht durch 4 Fünftel, dann kann ich folgenden Weg wählen. Dann sage ich, Moment mal, das schreibe ich mir erstmal in die Form um und rechne dann Tippeltappeltour weiter. Oder ich sage, Moment mal, da gibt es einen Trick. Geteilt durch und nochmal durch bedeutet, ich schreibe das als 3 Viertel, die 4 gehört mit unten drunter und durch ergibt mal, so, wenn man sich das so merken möchte, also muss die 5 mit oben drauf. Und siehe da, 3 mal 5 ist wieder 15 und 4 mal 4 ist 16, es kommt das gleiche raus. Gibt es bis dahin noch Fragen, soll ich noch was ergänzen, noch was erklären, kann ich aufhören. Und hier wieder, selber Beispiele hinschreiben und dadurch wird man sicher im Umgang mit Brüchen. Und dann klappt es auch.
Dann kann man auch ganz schnell quadrieren. 0,2 mal 0,2. Soll ich noch was zu Kommazahlen sagen? Wenn ich die nochmal miteinander multipliziere. Nochmal eine Regel, ne? Hier. Beispiel. 0,3 pardon, mal 0,07. Achtung, hier habe ich könnte wie folgt vorgehen. Ich könnte sagen 3 Zehntel mal 7 Hundertstel. Zehntel, ne? 10 hat eine Null und 100 haben zwei Nullen. Deswegen kann man das hier sofort erkennen. Das wäre ein Weg. Oder ich mache es leichter. Ich lasse mir hier ein bisschen Platz bei Kommastellen hinkommen und sage 3 mal 7 ist 21. Habe ein bisschen Platz gelassen. Es müssen 1, 2, 3 Kommastellen entstehen. Also fülle ich noch eine auf und setze das Komma. Nochmal zur Begründung. 3 Zehntel mal 7 Hundertstel ist logisch. 3 mal 7 ist 21 und hier unten 10 mal 100 ist 1000. Ich kann auch sagen, 1 mal 1 ist 1 und jetzt hänge ich alle Nullen wieder dran. 1, 2, 3 Nullen. Zack, zack, zack. 21 Tausendstel ist aber das gleiche. Das wäre die Begründung dafür. Kommazahlen durcheinander dividieren. 0,21 geteilt durch 0,003. Wenn ich das schriftlich machen will, mache ich, ja, wende ich auch einen Trick an. Ich sage, Moment mal, ich muss den Divisor kommafrei kriegen. Das geht auch. Das heißt, ich muss um 1, 2, 3 Stellen verschieben. Wenn ich hier um 1, 2, oh, 3 Stellen verschieben will, dann muss ich hier hinten noch eine 0 hinterhängen und dann kann ich das Komma nachschieben. Jetzt ist mein Durch verschwunden. Und jetzt heißt letzten Endes die Zahl wirklich, auf die es ankommt, ich mache die mal grün, 3,0000, die führenden Nullen, die kann ich weglassen. Das heißt, hier ist eine 3 entstanden und hier ist die Zahl 210 entstanden. Das Komma ist bis dahinter gerutscht. Jetzt darf ich die führenden Zahlen natürlich nicht weglassen. 210 durch 3 ist wieder leicht, 21 durch 3 ist 7 und die 0 hinten rangehängt und dann bin ich fertig. Also Komma verschieben. Was dahinter steckt, ist wieder dieser Umstand. Also 0,21 ist ja die originale Aufgabe. Das sind 21 Hundertstel geteilt durch 3 und hier 1, 2, 3 Stellen Tausendstel. Und jetzt sieht man auch, was wieder passiert. Das muss ich nämlich umschreiben als 21 Hundertstel mal 1000 Drittel. Ich kann hier entsprechend kürzen und zwar durch 100 ist 1, durch 100 ist 10. Ich kann hier die 21 und die 3 durch 3 teilen. Hier ist es 1 und hier ist es 7 und 7 mal 10 ist 70. So, jetzt war's das aber. Viel Spaß beim Üben.